Hey ho Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Warcraft 3. Ja, wir haben ja beim letzten Mal hier aufgehört, die Kaserne zu bauen. Die müsste jetzt hier auch gleich fertig sein. Und am Ende der letzten Folge haben wir gesehen, dass die Forschung fertig war. Jetzt könnten wir hier gerade noch gucken. Was kostet denn die nächste? Das sind 150 Gold und 75 Holz. Ja, das können wir machen. Einfach ein bisschen mehr Rüstung für unsere Krieger. Das finde ich eine gute Sache. Können wir machen, weil dann stehen die im Kampf schon mal gut da. Arbeit abgeschlossen, sehr schön. Du hast jetzt gerade nichts mehr zu tun. Wo setzen wir dich denn ein? Jetzt, wo die Kaserne errichtet ist, könnt ihr damit anfangen, Grunzer als Verstärkung für eure Armee auszubilden. Um einen Grunzer auszubilden, wählt zuerst eure Kaserne aus. Alles klar, lieber Herr Erzähler, dann machen wir das. Aber wir schicken erstmal hier unseren Peon zum Holzhacken, dass wir auch immer genügend Nachschub haben. So, dann hier Kaserne. Klickt jetzt auf der Befehlskarte auf den Button Grunzer ausbilden. Ja, hier, einfach der Grunzer ausbilden. 200 Gold kostet das, das ist gut. Da haben wir genügend Gold da. Und wenn ich mich recht entsinne, brauchten wir 5, ne? Ja, 5 Grunzer. Okay, dann machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5. So. Bildet weiter Grunzer aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Gut, okay, wir hätten gar nicht nachschauen müssen, weil das zeigt es uns in diesem Falle an. Aber das ist ja mal gar nicht schlecht. Dann lasse ich die mal bauen. Ich bin der Kriegshäuptling. Jawohl, Thrall. Abgeschlossen. Ja, die Forschung ist auch schon wieder durch. Sehr schön, dann lasse ich aber Thrall hier ein bisschen rumlaufen. Weil vielleicht findet man ja noch so ein paar Geheimnisse für oder die so. Ehre. Ein paar Schätze, vielleicht ist da auch der eine oder andere Ring noch dabei oder sowas. Ich weiß gar nicht mal genau, was es da alles gab. Außerdem ist es immer gut, wenn man die nähere Umgebung kennt. Durch das Errichten einer weiteren Kaserne könnt ihr mehr Einheiten gleichzeitig ausbilden. Ja, ist richtig hoch. Ach nee, das ist ja unseres. Landgemäß ist die Formationsbewegung aktiv. Ja, okay, das macht ja auch Sinn, dass die hier sich entsprechend gut bewegen können. Aber jetzt lasse ich Thrall trotzdem mal allein laufen. So, was haben wir hier oben? Ja. Zeigt sich was? Na, guck mal, da sind ein paar Gnolle. Ein Gnollwilderer und ein Gnolljäger. Ein Gnollräuber. So rum. So. Dann brutzel die doch mal weg, Thrall. Zack, bumm. Ja, kannst du einfach hier mal wegkloppen. So viel Schaden machen die nicht. Oh, wobei, doch, die machen schon Schaden. Also, ja, ja. Und jetzt hier den da hinten noch wegkloppen. Dann ist das ganz gut. So, wie schaut es denn hier aus? Angegriffen. Ja, ja, ich weiß. Was heißt, wir werden angegriffen? Ich greife an. So, muss man mein das hier Leben sehen. So, haben wir schon noch 3. So, da war er weg. Ja, hat doch ein bisschen Schaden die Geister bekommen. Sind ruhelos. Aber wir haben auch schon wieder Nacht, also es sieht da eh nicht so weit. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Ein Gnollwächter Stufe 3 und 3 Gnollräuber Stufe 1. Ja, okay, da sollte ich nicht alleine hingehen. Thrall, geh mal bitte zurück. Ja. Und dann können wir hier nochmal gucken. Vielleicht gehe ich da gleich hier mit einer kleinen Armee hin. Also wenn die 5 hier fertig sind, dann machen wir das mal. Ja, ja, das haben wir jetzt schon gerade gesehen. Ja, aber hier unten links kann man das dann ja ändern. Hier, Formationsbewegung, ein, aus. So, aber ich finde Formationsbewegung gar nicht schlecht, wenn die Einheiten dann richtig schön in Form laufen und alles. Das hat dann schon was. Vor allem, ja gut, okay, es kommt drauf an, was du halt machen willst. Wenn du sie taktisch vielleicht ein bisschen individueller verteilen willst, macht man es aus, dass man sie halt so positionieren kann, wie man möchte. Für die Horde. So, Quest ist durch. Was kommt jetzt? Voilà. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommas. Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie Höllschrei gefangen haben, wird es Ihnen noch leid tun. Loktaoga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Alles klar, da haben sich hier die Menschen ein bisschen weit vorgewagt. Ich bin der Kriegshäuptling. Uiuiui. Gut, okay, Leute, geht's mal hier unten hin. Und während ihr da runter geht, wir haben jetzt hier noch genügend Platz frei. Der kostet 3... Achso, der braucht 3 Platz, also hier so Verstärkungen. Gut, okay, dann kann ich aber nochmal 2 bauen, bevor es ausgeht. So. Zack, dann kommt ihr gleich mal wieder her. So.
Genau, dann hier bitte einmal angreifen. Ach, guck mal, der Turm greift hier auch mit an. Stimmt, da war ja was. So, einmal Kettenblitzschlag rein und die Ritzel. Und dann sind die hoffentlich gleich weg. So, genau, perfekt. So, dann sind die schon mal weg. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Grommash. Gut, okay, wir sollen Grommash suchen. Aber das muss jetzt einen Moment warten. Gerade noch gucken, wo waren wir denn vorhin? Ach, hier waren. Eines eurer Gebäude wurde im Kampf beschädigt. Um es zu reparieren, wählt einen Peon aus. Klickt auf den Reparieren-Button und wählt dann mit Linksklick das gewünschte Gebäude aus. Alles klar, wir müssen hier den Turm reparieren. Welchen Peon nehmen wir dann denn? Ach, dann nehmen wir hier so einen Gold-Peon, weil Gold haben wir jetzt gerade echt gut da. Du. Ja, hallo? Moment mal. So. Muss was getan werden? Ja, so. Du, dich nehmen wir daher. Alles klar, pass mal auf, Peon, da reparieren. Arbeit. Zack, los geht's. So, und ich kriege... Die Geister sind ruhelos. Hier geht jetzt mal... Genau, da müssen wir dann hin. Dann können sie hier schon mal auf den Vorplatz gehen. Dann können wir nämlich hier gleich die ganzen Gnolle wegknallen. Und vielleicht ist da irgendwie wieder ein Schatz dabei. Nachdem da so ein Level-3-Viech dabei ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Außerdem gibt es hier wieder EP von unserem guten Thrall, der hier irgendwie gerade so ein bisschen am Hängen gewesen ist. Hallo? So, gut, schau mal. Dann, das Coole ist ja, man sieht ja hier jetzt schon unsere Entwicklungen. Hier haben sie immer plus 1 dazu. Können wir eigentlich noch was weiteres entwickeln? Nö, das war's jetzt für den Moment. Ah, guck mal, unsere zwei... Grunzer sind auch noch da, dann könnt ihr da gleich mit dazu. Einfach, dass wir hier genügend haben. Und du kommst nochmal hier runter, weil du darfst hier Gebäude errichten. Du darfst nochmal zwei Bauten machen. So, genau. Einmal. Okay, mach du erstmal fertig und dann schauen wir nochmal. Weil dann können wir hier noch mehr Krieger bauen. Yeah! Ich bin der Kriegshäuptling. Jawohl, Kriegshäuptling. Dann bitte einmal angreifen für hier. Die Ehre. Und einmal auch reinpritzeln. Ups. So, sehr schön. Und jetzt haut's da auf mal den Gnollwächter weg. Jawohl. Und guck mal, da ist ein Schatz. Rolle der Heilung. Alles klar, was haben wir da? Rolle der Heilung. Heilt alle Verbündeten nicht-mechanischen... Also, nochmal... Heilt alle verbündeten nicht-mechanischen Einheiten in der Nähe des Helden um 150 Punkte. Das ist doch schön. Sehr gut, dann haben wir das nämlich schon mal durch. Dann kannst du hier nochmal auf Position Arbeit gehen. Abgeschlossen. Die Ehre. Gut, okay, du bist Muss fertig. Was getan werden? Ja, du darfst hier wieder Gold sammeln. Alles klar. Und du darfst hier bitte noch einen weiteren Bau bauen. Arbeit, Arbeit. Gut, okay, pro Bau kriegen wir 10... Wie hieß es gleich wieder? Versorgungen dazu? Ja, dann können wir hier wieder ein paar dazu machen. Wir haben jetzt, warte mal, wir hatten ursprünglich 5, 2 dazu, sind wir bei 7. Dann machen wir nochmal 3 dazu. 1, 2, 3. Dann haben wir nämlich schön 10 Grunzer. Das ist eine gute Zahl. Plus Rall. Dann kommen wir ja ganz gut hin. Aber wir gehen schon mal vor. Die Grunzer, die restlichen können dann ja nachkommen. So, pass mal auf. Hier ist ein Turm. Den müssen wir wahrscheinlich angreifen. Wir machen jetzt einfach hier Angriff und gehen hier ans Ende der Brücke. Und dann greift er eh an, was zum Angreifen ist. So. Ach, guck mal, das sind sogar 2 Türme. Das ist aber gute Aufteilung. 4 Grunzer nach links, 3 Grunzer nach rechts, inklusive Thrall. Ich glaube, rechts ist schneller. So, perfekt. Und dann die hier noch. So, der Grunzer ist schon. Der Peon ist fertig und du darfst weiter Holz abbauen. Genau, und dann... Warte mal, wie weit ist der? Ach, der braucht noch einen Moment. Dann dürfen die nochmal oben stehen bleiben. Die Geister, dann gehen wir hier mit der Truppe los. Aber schon mal weiter. Ich muss auch immer wieder mal gucken, ob es vielleicht irgendwelche Geheimwege gibt, sodass wir hier so Gnolle oder so finden oder irgendwas anderes, wo wir einfach hier ein bisschen Zusätze bekommen. Uiuiui, Menschensiedlung. Schaut doch eklig aus hier. Und mit den Holz- und Steinhäusern und einem Brunnen. Gar nicht orkisch. Wobei ich sagen muss, so manche Ork-Bauten, die schauen mir immer so ein bisschen zugig aus. Also da möchte ich im Winter nicht drinne wohnen. Da wird es dann richtig kalt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich persönlich bin da sehr schnell dabei, dass ich dann einen Zug kriege. Mit so einem ganz steifen Nacken und alles.
Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Ja. Tore können durch Angriffe zerstört werden. Alles klar, so wie die Türme hier halt auch. Aber das Schöne ist, die Türme greifen mich nicht an. Also ist entweder niemand einquartiert oder die sind einfach nur zur Aussicht. Was ist denn das? Ein Kontrollturm. Wo lauft's denn ihr jetzt? Ach, ihr lauft hinten rum jetzt. Alles klar. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Gut, die machen jetzt erstmal noch nichts. Das heißt, ich muss gezielt angreifen. Und da haben wir die restlichen drei. Ja. Die schicke ich hier gleich schon mal mit runter. So. Dabu. Dann haben wir alle ausgewählt. Haben wir jetzt alle? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ja, genau, haben wir. So. Dann lasse ich sie nämlich alle schon mal angreifen. So, das ist doch schön. Und bam, sind wir durch. Haben wir schon wieder so ein Schweinchen. Für die Ehre. Jetzt gehen wir aber erstmal einfach rein. So. Ich habe so die dumpfe Vermutung, hier kommen jetzt irgendwelche Wachen gleich. Und greifen uns dann an. Ich hoffe mal nicht. So, was haben wir da? Ach, guck mal da. Hier haben wir schon was, wo wir wahrscheinlich befreien müssen. Dann greifen wir hier nochmal ein. So, kannst du gleich mal hier rein. Sehr schön, sehr schön. Und da ist schon wieder Nacht. Ah, noch ein Grunzer. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann dürft ihr mal weiter. Achso, hier. Thrall dicht natürlich auch mit dazu. Die Geister sind ah, und das sind die anderen drei auch noch. Ja. Sehr schön, ne? Das schaut doch jetzt mal hier nach einer gescheiten Armee aus. So, komm, gehst du mal weiter. Schauen wir mal hier in das Feld. Manchmal liegen hier nämlich ein paar Sachen rum. Also, meine ich mich zumindest zu erinnern, dass das früher mal so war. Ah, guck mal, hier haben wir schon mal einen Gegner. Da könnt ihr gleich mal angreifen. So, hier einmal draufhauen. So, der wird nicht lange leben. Zack, und da ist er. So, was haben wir da noch? Ah, guck mal, oh, was bist denn du? Neue Einheit, ein Schamane. Ja, Kriegshäuptling. So, was machst du? Ein Magiebenutzer. Und was hast du? Reinigen. Entfernt alle Stärkungseffekte von der Zieleinheit und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit um den Faktor 5. Oh, das ist doch schön. So. Kann ich hier alle? Nein. Warte mal, wie kann ich hier alle auswählen? Ach nee, F1 ist der Thrall, also da kann ich die Helden durchschalten. Ich habe jetzt gedacht, leitet vielleicht so wie in StarCraft. Kennt man ja auch, eine Taste und dann sind alle Einheiten ausgewählt. Ein weiser Plan. Aber wir gehen jetzt einfach mal so weiter. So, pass mal auf. Weil da lang müssen wir. Wir machen hier mit Angriff, dass wenn wir was finden, gleich angreifen. So wie jetzt hier. So. Einmal weg mit dir. Zack. Wo ist denn Thrall? Ah, so viel kann ich nicht auswählen. Das ist das Problem. Gut, okay, pass mal auf. Ich werde einen Peon, sage ich schon. Einen Grunzer schicke ich mal zurück. Quasi als Verteidigung. So. Und wenn ich euch jetzt auswähle, ja, jetzt passt das. Wir können hier nämlich maximal... Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Das ist schön. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Alles klar, finde ich eine gute Sache. Also jetzt haben wir hier also aktuell Thrall, Stufe 3. Und da kann ich dann durchwechseln und da haben wir dann die Grunzer. Schön. Finde ich gut. Und ich sehe auch gerade Thrall Stufe 3. Also hat er hier die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Was haben wir denn? Wir könnten Kettenblitz Stufe 2 machen oder wir machen Fernsicht. Die macht ein ausgebildetes Gebiet auf der Karte sichtbar. So rum. Deckt auch unsichtbare Einheiten auf. Nö, ich bin für einen besseren Kettenblitzschlag. In diesem Fall jetzt. Ne? So, passt. Gut, dann dürft ihr nämlich gleich weiter. Wo geht's denn weiter? Da geht's weiter. Ah, da sehe ich schon wieder hier eine Flagge. Ondabu. So, die Grunzer vorne weg. Als Nahkampfeinheit. Genau, da haben wir hier schon einen Gegner. Also dürft ihr mal hier hin und könnt's gleich angreifen. Ah, guck mal, das schaut doch gut aus. Frage ist, ist hier Grommas schon drin oder nicht?
wenn es überhaupt Frommarsch ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, was hier alles passiert ist, reingeschickt. Jo, was Eure haben wir denn? Armee ist so groß geworden, dass sie ein gewisses Einkommen braucht, um sie zu unterhalten. Die sogenannten Kosten. Okay, da haben wir jetzt also ein bisschen zu viel auch. Da sind jetzt drei dazugekommen. Also schicke ich Meister? Drei Grunzer weg, dass wir hier den anderen Dingens hier Schamanen auch mit unterhalten können. So. Und in der Zeit darfst du hier bitte nochmal einen Bau errichten. Kann ich da mehrere hintereinander machen? So mit Shift? Das kann ich. Sehr schön. Dann machen wir hier mal gleich drei Stück hin. Und danach kannst du gleich wieder weiterbauen. So. Wie schaut es denn aus? Genau. Also wir haben hier zwei Schamanen, ein paar Grunzer und natürlich Thrall. So, alles klar. Da war jetzt Grommasch nicht dabei. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ah, hier, guck mal, da haben wir ein paar. Ui, was sind denn das? Kriegshäuptling! Ritter! Wir haben herausgefunden, wo sie Grommasch festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Hellschrei muss befreit werden! Genau, also da haben wir hier einen Wachturm, der schießt dann auch. Ja, genau, da haben wir das. Drei Stück gleich. Genau, hier müssen wir hin und da ist er dann wahrscheinlich dabei. So. Jetzt schaue ich mich hier gerade noch um. Hier scheint es noch irgendwo hoch zu gehen. Vielleicht findet man hier noch irgendein Item, was uns was bringt. Jetzt lasse ich die einfach noch ein bisschen dahin laufen. Umdabu. Weil... Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen, das ist gut. Weil, was ich hier sehe, die optionale Quest ist nicht da. Ich weiß nicht, ob ich sie einfach noch nicht entdeckt habe. Oder ob es die gar nicht gibt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wir sind hier auch bei der Einführungskampagne. Vielleicht gibt es da gar nicht so viel. So, jetzt hauen wir hier aber erstmal das Tor weg. So. Das dürfte gleich durch sein. Das geht nämlich recht zügig mit den ganzen Grunzern hier. So. Dann hauen wir hier den Turm weg. Schauen wir mal, wie hoch die Reichweite ist. Ob die Nachbartürme uns erreichen. Ja, tun sie. So, hier hin. Ich glaube, der Grunzer ist dahin. Weil der ist allein zu dem rechten Turm gegangen, während der Rest hier nach links geht. Also ich kann schon mal so einstellen, dass sie danach hier herkommen. So. Na, er lebt noch. Das ist gut. Vielleicht schafft er es sogar. Jawohl. So schnell gibt's. Kriegt man einen Ork nicht klein. Alles klar. Thrall, du... Also warte. Grommasch, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Haha, wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Das ist doch mal praktisch. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Das ist nochmal schön. Immer gut, Schiffe zu kapern und dann damit einfach weiter zu segeln. Aber machen wir auch direkt weiter. Schauen wir mal. Da müsste jetzt erstmal die Auswertung kommen. Jawohl, da haben wir die Auswertung. 23 Einheiten getötet. 7 Gebäude ausgelöscht. Oder schöne Sache. Fein, fein, fein. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir auch direkt weiter und gucken, was weiter passiert. So. Uiuiui. Ein Glück, dass wir diese Burg gefunden haben. Ich glaube nicht, dass unsere Schiffe dem Sturm viel länger getrotzt hätten. Kriegshäuptling, die Hälfte der Schiffe ist verschollen und die restlichen sind schwer beschädigt.
Dann sollten wir besser ein Lager aufschlagen. Wir könnten eine Weile auf dieser Insel festsitzen. Kriegshäuptling, ich spüre seltsame Magie um uns herum. Da kommt sie her. Jemand beobachtet uns. Ihr seid's wirklich? Ich habe eure Ankunft in einer Vision gesehen. Besonders euch, den Seher. Oder spielt mir mein alter Verstand nur einen Streich? Ich glaube, dieser Troll ist schon etwas zu lange auf der Insel. Wir sind Realalterchen. Ich heiße Thrall. Ich bin Senjin, Mann. Anführer der Trolle. Die Insel hier hat mal nur uns gehört. Aber jetzt nicht mehr. Ihr und eure Freunde passt besser auf. Die Menschen haben hier gerade erst einen Außenposten gebaut. Die Menschen? Ja, sie jagen uns Tag und Nacht. Ihre Patrouillen sind überall. Wird nicht lange dauern, bis sie euch auch finden. Wir sollten besser sie zuerst finden. Wir dürfen nicht riskieren, dass ihre Patrouillen den Außenposten vor uns warnen. Loktar, meine Brüder, wir rücken aus. Viel Glück, mein Freund. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern, aber wir sehen uns bald wieder. Alles klar, sehr cool. So, was haben wir jetzt? Neue Einheiten. Außenposten der Menschen. Zerstört den Außenposten, alles klar. So, was haben wir hier? Wen soll ich töten? Kopfjäger. Ach, das sind Ferneinheiten, jetzt. Bin ich gut. So, kann ich das Ding hier eigentlich... Wächterschutz. Kann ich das weghauen? Die Geister sind ruhelos. Das sieht nur so dämonisch aus. Ondabu. Kann ich nicht? Niemand wird überleben. Oh, ich glaube, das war von den Verbündeten. Weil es hieß Trolle. Für die Ehre. Naja, gut, okay, komm, wurscht. Ah, das scheint wohl tatsächlich Inseltrolle. Ja, ja, das sind die Trolle. Upsala. Entschuldigung. So, was haben wir hier drüben? Ach, das ist das, wo wir hin müssen. Alles klar. So, jetzt gucke ich mich hier nur gerade so ein bisschen im Lager um. Also wir haben hier ein paar Peons, die Gold abbauen. Ein paar Peons, die Holz schlagen. Das ist gut. Wir haben noch ein paar Versorgungspunkte übrig. Wir haben eine Kaserne. Da können wir was noch bauen? Für Wüste. Ach, da brauchen wir eine Werkstatt und eine Hochburg. Alles klar. Hier haben wir einen Altar noch. Einen Bau und noch einen Bau. Haben wir gar kein Ding hier? Ein. Wie heißt es denn gleich wieder? Lass mal schauen. Werkstatt war es, glaub. Kaserne. Kriegswerkstatt, genau. Dich hätte ich noch gerne. Ich baue mal dahin. Weil dann können die einmal, wenn sie hier Holz abbauen, müssen sie nicht so weit laufen. Außerdem können wir dann unsere Einheiten weiterentwickeln. Oder sind die noch weiterentwickelt? Ja. Nö, sind sie nicht. Na, das habe ich mir schon fast gedacht. So, was haben wir denn da? Wir haben jetzt einmal Thrall, wir haben zwei Schamanen, einen Räuber. Da hat sich was bewegt. Einen Grunzer und zwei Kopfjäger. Ach, der Räuber ist der auf dem Wolf. Ich wollte gerade Pferd sagen, aber das ist kein Pferd, das ist ein Wolf. Kriegswolf, edle Kreatur. So, schaut doch jetzt gerade gut aus. Oh, warte mal. Ist da jemand gestorben? Nö, aber der Grunzer ist ziemlich verletzt. Gut, was ich jetzt eigentlich gucken wollte, was eventuell hier hinten ist. Das schaut nämlich so aus, als wäre da noch was. Ehre. Wir schauen uns da einfach mal ein bisschen um, während die hier in Ruhe bauen. So, fertig? Nö, er arbeitet noch. Dachte schon, ich habe es vielleicht überhört. Oh, was haben wir da? Ach, das sind die Trolle. Ja. Hi. Bist du ein Neuer? Ja. Was? Er ist zu mir gestoßen. Sehr schön. Finde ich cool. Ah, die Werkstatt ja. Ist fertig. Sehr schön. Dann lass mal schauen, was wir hier machen können. Also hier wieder Nahkampf verbessern, Rüstung verbessern. Was ist das? Stachelbarrikade. Rüstet auch Gebäude mit Stacheln aus. Die Nahkampfangriffen 4 Schaden zufügen. Oh, cool. Das heißt, unsere Gebäude machen automatisch Schaden. Jetzt machen wir aber uns erstmal unsere Einheiten stärker. Weil was wir haben, haben wir. Der Kriegshäuptling. Da haben wir ein kleines Menschenlager, das... Hauen wir da gleich mal weg. Ist Thrall eigentlich noch Stufe 3? Ja. Also das bleibt zumindest mal erhalten.
Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht auch verschwindet. So, das schaut doch gut aus. Und da war er weg. So, haben wir hier noch irgendwas von Bedeutung? Kisten. Eure Zeit ist gekommen. Ich kann die Kisten weghauen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da vielleicht mal irgendwo was drin ist. Ich kann es jetzt auch mal hier mit dem Kettenblitzschlag versuchen. Ach nee, das kann ich nicht. Schade. Na, scheint wohl nichts drin zu sein. Gut, okay, alles klar. Dann schauen wir uns mal weiter. Oh, huch, wer bist denn du? Ein Sasquatch. Stufe 5. Reicht unsere Kampfkraft dafür aus? Wisst ihr was? Wir versuchen das einfach mal. Und wenn einer zu sehr runter droppt, wie hier der Grunzer beispielsweise, der hat jetzt nur noch 360 oder 61 besser gesagt, dann können wir immer noch hier die Rolle der Heilung einsetzen. So, zack, komm. Den Sasquatch können wir mal weghauen. Das ist eine richtig coole Sache. So, und da ist er weg. Ui, was haben wir da? Die Rolle der Bestie. Ja. Aber irgendwie kommt mir Sasquatch bekannt vor. Ah, ich komme jetzt nur gerade nicht raus. Ah, Bigfoot. Hab gerade hier so einen kleinen Hinweis vom Commander bekommen. Commander Zim, sie hat mir das gerade geschrieben. Ich wusste, irgendwoher kenne ich das. So. Ja, How I Met Your Mother war das. Stimmt, genau. Danke, Commander. So, da, was macht denn die Rolle der Bestie? Erhöht den Schaden verbündeter Einheiten in der Nähe für 45 Sekunden um 25%. Oh, das finde ich gut. Das ist gut. So, was ist jetzt hier? Baut das Haupthaus aus? Ah ja, richtig, das konnten wir ja auch. So, und zwar indem wir es zu einer Hochburg machen. Genügend Materialien dafür haben wir. Sehr schön. So, und jetzt schicken wir die Leute, die wir haben, einfach mal weiter. Einfach mal hier runter und dann können wir mal gucken, was wir sonst noch so finden. Huch, da schlafen hier ein paar Wölfe. Ja gut, okay, da habe ich ja gar kein Problem mit. Die greifen wir trotzdem an. Knurr. Wahrscheinlich so knurren hier, Viech. So, da warst du weg. Aber wir sehen, dass wir nichts sehen. Gibt nichts. Schade. Gehen wir mal weiter. Hallo? Hallo, lauf mal. Für die Ehre. Na, also geht doch. Ich bin nämlich gerade einfach stehen geblieben. Ah, guck mal. Und da kommen hier Menschen. Oh, Hallöchen. Ihr bleibt nicht lange hier. Ah, guck mal, da hinten haben wir nochmal Trolle. Oh, und der hat eine Quest. Weil er hat zumindest dieses ganz spezielle Ausrufezeichen über dem Kopf. Dann gehen wir da doch mal hin. Für die Ehre. Hallo, was hast du mir zu sagen? Hey, Mann. Senjin hat mir gesagt, ihr helft uns, die Menschen loszuwerden. Der Brunnen hier hat früher jeden geheilt, der daraus getrunken hat. Aber komische Gase aus dem Untergrund haben das Wasser verseucht. Mit ein paar Zutaten könnte Senjin einen Läuterungstrank mischen. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Ja, Logo, machen wir. Alles klar, was müssen wir denn finden? Eine Ranke, eine Saat und das Ganze zum Brunnen bringen. Gut, okay. Machen wir doch nebenher, weil wenn wir eh schon hier sind, können wir das machen. Bevor wir das aber machen, gucken wir mal hier, wie schaut es mit dem Bau aus? Das ist gut. Wie schaut es mit der Forschung aus? Das ist auch gut. Dann machen wir hier die Rüstung gleich noch dazu. Weil eine gute Rüstung ist im Kampf schon auch sehr, sehr viel wert. So. Wieso sind hier nur zwei am Holzhacken? Sind da echt nicht mehr? Okay, wenn der Bau fertig ist, muss ich hier gleich nochmal zwei Pions oder so nachsetzen, weil hier... Sonst geht uns das Holz irgendwann aus. Ne? So. Bis dahin haben wir aber nochmal zwei Grunzer dazu. Weil so ein bisschen im Nahkampf braucht man dann doch noch was. Muss ich mal so ein Auge näher angucken. Hier, das schaut doch mal ganz gut aus. So. Ausbau abgeschlossen. Das schaut doch mal ganz witzig aus. Da kann man schön reinpieksen. So, Ausbau abgeschlossen, sagt er. Genau, können wir zwei Peons machen. Was ist das noch? Plündern erforschen. Angriffe von Peons, Grunzern und Räubern gewähren Rohstoffe, wenn sie Gebäude treffen. Oh, das finde ich gut. Das kann man dann gleich noch nachsetzen. Mein Leben, das ist immer gut. Die Horde. Genau, du kannst jetzt hier gleich mal zu unserer Armee dazustoßen. Ein Peon ist arbeitslos. Genau. Den können wir gleich zum Holz machen schicken. Und der nächste, der fertig ist, den können wir da auch dann gleich hinschicken. Oder warte mal, wir können vielleicht noch was nachbauen. So, pass mal auf. So, was können wir denn bauen an Haupthaus? Wir haben hier schon eine Hochburg. Eine Kaserne brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Einen Wachturm brauchen wir nicht.
Bau braucht man gerade auch noch mein nicht. Altar der Stimme haben wir schon. Geisterhaus, und Bistarium. Komm, dann bauen wir hier das Geisterhaus. Zack. Aber gern. Oder hier ist doch Geisterhaus, oder? Ja, Geisterhaus. Alles klar, bei Geisterhaus muss ich eigentlich eher an also einen Freizeitpark denken mit so. Die Geister. Beziehungsweise gibt es ja auch auf Märkten und sowas. Okay, was haben wir denn da? Ach du grüne Neune. Ogerkrieger, Stufe 3, 3 und 5. Forschung abgeschlossen. Okay, alles klar. Ihr könnt hier schon mal bereit gehen. Gut, wir haben jetzt 2 Schamanen, einen Räuber, 3 Grunzer und 4 Kopfjäger. Das schaut doch nach einer guten Truppe aus. Wir können uns jetzt hier schon mal bereitstellen, aber noch nicht gleich eingreifen. Wir sollten vielleicht erstmal warten, bis unsere Ausbildung hier fertig ist. Ach, ist es schon. Schau mal an. Dann können wir hier nochmal mehr Faden dazu und mehr Rüstung. Können wir uns das leisten? Also vom Gold her auf jeden Fall, vom Holz. Nee, das könnte eng werden. Da brauche ich 400 Holz. Komm, ein bisschen Holz noch dazu und dann können wir das starten. Und da muss ich echt hier mehr Peons ans Holz, ins Holz schicken. Arbeit abgeschlossen. Ah, das Geisterhaus ist auch fertig. So. Zack, zack. Genau, und du darfst dann hier gleich mal alles weiter klar. Holz packen. So, was haben wir hier? Hier können wir Schamanen ausbilden und Adeptenausbildung. Erhöht die maximale Mana, die Regeneration und die Trefferpunkte. Und lehrt sie Blitzschild. Blitzschild ist gut. Brauche ich 50 Holz und 100 Gold? Komm, das machen wir dazu. Und dann haben wir nämlich unsere Schamanen auch schon mal ein bisschen ausgebessert. Dann könnt ihr hier so ein Blitzschild dazu machen, was dann... dachte, das macht Schaden, also wenn sie Schaden bekommen. Also Schaden abhalten tut's, glaubt nicht. So, ist aber insofern wurscht. Ach, guck mal, die zwei schlafen. Kann ich, wenn ich jetzt nur den Magier angreife, pennen die anderen weiter? Das wäre natürlich super. Nein, sie wachen komplett auf, alles klar. Dann müssen wir da mal aufpassen. Müssen wir hier so ein bisschen das Leben von den Leuten im Blick behalten. Und das ging ja fix. Okay, das ging ja schneller als gedacht. So. Dann nimm mal hier das Dingens. Alles klar, das nimmt mir hier Inventarplatz weg. Also werden wir hier kurz die Rolle der Heilung nehmen. Komm. Zack. Alle mal geheilt, das ist ein gutes Sache. Verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht an die Verteidigung gedacht. Das ist schlecht. Leute, kommt zurück. Gut, okay, die Gebäude werden jetzt noch ein bisschen durchhalten. Das ist nicht das Problem. Aber dann können wir hier ein bisschen draufkloppen. Und wenn wir das geschafft haben, das ist echt eine feine Sache. Na komm, haut sie einmal weg. So, komm, ein bisschen noch. Die sind wesentlich zäher als die Oger gerade. So. Wo bleibst du da? Wo läuft denn hier dieser blöde Krieger hin? Ei, ei, ei. So. Ja. Dann hätte ich gesagt, werden wir diese Folge beenden und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr kein neues Video verpassen wollt. Bis dann zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao, euer Captain Kirk.